Wir haben überhaupt noch nicht gesprochen. Es wird höchste Zeit über die Filme der Generationenreihe, also Generation 14 plus und dann gibt es noch Generation K plus, also für die etwas kleineren, aber eben die Generation 14 plus, die zeigen Filme eben für die etwas größeren, die Jugendlichen, die Heranwachsenden und die präsentieren in jedem Jahr aufregende, auch mutige Filme. Ich bin da immer wieder verblüfft, wenn man da was sieht und sagt sich, was sie den Kindern auch zumuten, was sie denken, was die Kinder durchaus verarbeiten können. Und sie können ja, oder die Jugendlichen, natürlich sehr viel mehr verarbeiten, weil sie haben die eigene Realität ja vor Augen. Also man muss ihnen nichts vormachen, muss ihnen keine Geschichten erzählen, keine Märchen, sondern man kann ihnen so einen Film zum Beispiel zeigen wie diesen hier, der hier in der Reihe zu sehen ist, auch noch mehrfach übrigens zu sehen ist. Und da könnten sie durchaus mit ihren größeren Kindern mal hingehen, weil der Film uns eine sehr spannende Geschichte erzählt, von der ich denke, dass man sich auch gut damit identifizieren kann, dass man also irgendwie merkt, dieses Mädchen, das diesen Film beherrscht, das könnte auch was mit mir zu tun haben. Dieser Film heißt South is Nothing or Il Sud è Niente. Great. Okay, it was great. Thank you so much. Und es ist das Debüt des Regisseurs, der jetzt bei mir ist, aus Italien, Fabio Morlo. Hello, welcome. Hello, hello. And this is really your first movie, your first long feature. You have been here in Berlin before. At the Berlinale campus? Yes, at the Berlinale campus, also in the short section with my short, which actually was the short inspired the feature film. Okay. Also er war schon mal beim Campus, der jetzt nicht mehr so heißt, also das ist jetzt Berlinale Talents, und er hat auch schon mal einen Kurzfilm hier gezeigt und der war gewissermaßen Inspiration, der Ausgangspunkt für diese Geschichte eben dieses Mädchens, Gracia, wo man ja auf den ersten Blick denkt, ein kleiner Ort in Kalabrien übrigens, das ist ein Junge. Also so wie sie sich präsentiert, möchte sie vielleicht auch lieber ein Junge sein. Ich weiß nicht. Also first of all, I saw the movie and I thought in the beginning, like I think almost everyone, she's a girl, but she looks like a boy, or is she a boy, look a little bit like a girl. So does she hate to be a girl? How would you describe that? Yeah. Well, actually, I had people in the audience thinking she was a boy until the very end, or maybe somebody never discovered she was a girl. But no, the reason why she looks like a boy is because she's been. She doesn't know where she. Her brother disappeared when she was very young, and in a way, she never saw him again. So growing up, she's kind of putting herself into her brother. Body in a way, she's trying to bring him back to life with throughout her own body, so that's why she looks like a boy at the beginning. But she goes to a journey and she goes, you know, she goes to and what she does, and she changes and she becomes what she wants to be. Also, das Mädchen tritt auf wie ein Junge am Anfang und man denkt das auch eine Weile. Und er sagt gerade, Leute haben manchmal bis zum Schluss gedacht, dass irgendwie eine Leistung ist, dass sie wirklich ein Junge ist. Es wird schon im Verlauf des Films irgendwann auch mal klar, aber es hat eben auch einen tiefen Grund, dass sie sich so verhält, so kleidet, so auftritt, weil sie hatte einen Bruder, der ist ganz früh verschwunden, der ist nicht mehr da und sie versucht ihn jetzt gewissermaßen zu ersetzen auch. Also, sie versucht, das Leben des Bruders nachzuleben oder zu leben, was er nicht leben konnte. Und deshalb ist sie eben in dieser Situation, verändert sich aber eben sehr. Und es ist die Situation einer sehr komplizierten Familie. It's a situation of a very complicated family. Because as a single dad, something very unique or very rare on a screen. So why did you choose a combination like that? And he's a nice guy, but we can see that it's too hard for him to cope with his normal life. Oh yeah, it's a very young father as well, and the reason why we chose to use a father and daughter relationship is also because we wanted to narrow down the story to only two characters, and we want them to be the story to be for them a coming of age story for both of them. So in a way, like the father is a boy. Becoming an adult together with his own daughter. So we just wanted for them to grow together. Also ich habe mal gefragt, es ist sehr selten, dass man sowas im Kino sieht, also ein alleinstehender Vater, der eben mit den Kindern klarkommen muss und das ist sehr kompliziert für ihn und ich frage eben, warum er diese Konstruktion gewählt hat. Er sagt, er wollte einfach auch erzählen, es ist ja eine Coming-of-Age-Geschichte im gewissen Sinne, der Vater ist auch sehr, sehr jung und eigentlich werden sie beide gewissermaßen erwachsen, weil er verhält sich ja wie ein Junge und durch diese Geschichte, durch diesen Weg, den sie beide gemeinsam gehen, da verändert sich auch der Vater und wird gewissermaßen erwachsen und das war ihm wichtig, das zu erzählen. And you are telling this very realistic story, everything is possible and imaginable. But on the other hand, you are telling this fairy tale elements. I like that very much, but I'd really like to know, why did you include these elements? Also es gibt in dem Film, der ganz realistisch erzählt ist, nicht, es ist eine schwere Geschichte natürlich zwischen diesen beiden, da gibt es aber so Märcheneinschübe. Also wenn sie ins Wasser zum Beispiel taucht, dann sieht sie diesen Bruder plötzlich. Der nimmt irgendwie doch Gestalt an für sie. Der ist plötzlich da. Und ich wüsste ihm gern, warum diese märchenhaften Elemente in einer ganz realistischen Geschichte sind. Well, growing up, I always been fascinated with the
magic realism narrative, especially Gabriel Garcia Marquez. He's one of my favorite authors, and I have the privilege to work with him, yeah, when I was very, very young. So I just, in my mind, I always wanted to play with the border between reality and magic, especially dealing with such a very realistic subject, such as mafia, especially. I'm from there. I'm from the place where we shot the film, and I wanted to tell mafia, how mafia affect everybody's life from a very intimate point of view. So intimate that it becomes magic. So I just wanted to kind of cross the narrative line from the realistic to the magic point of view, using the very personal intimate gaze of the protagonist. Also die Frage war nach dieser Kombination, und da betont er erstmal, also er ist immer schon fasziniert gewesen vom magischen Realismus und ganz besonders von dem großen Autor Gabriel García Márquez, den er eben tatsächlich auch kennengelernt hat. Also sie beide haben auch mal zusammengearbeitet, was natürlich eine große Ehre und eine Freude für ihn war. Und diese Erzählweise, die hat ihn sehr inspiriert und die hat er eben auch in diesen Film mit hineingenommen. Es ist ein Film, das haben wir auch noch nicht erwähnt, der eben das Mafia-Element hat. Also er wird sehr, sehr viel erzählt vom Einfluss eben auf den Alltag, aber das eben mit diesen grenzüberschreitenden Mitteln, mit den magischen Mitteln, mit den Mitteln der Fantasie, weil es sehr intim sein soll. Es ist ja immer aus der Sicht auch des Mädchens erzählt, was da passiert. Und diese Intimität entsteht ihm auch durch die Vision, durch die Fantasie dieses Films. Und er ist aufgewachsen übrigens dort, also in diesem Dorf in Kalabrien, wo das Ganze spielt. Er kennt das sehr genau. Und and also the girl is from there. It's Mariam Carlquist, not really an Italian name. Why is it? Yeah, but she's truly Calabrese. Yeah. But her mother is Swedish, so okay. She was born and raised in Calabria. So, but so you both know each other before, or no? Actually, because she's too young. And no, we did some street casting in the, because I'm from the same neighborhood where we shot the film, and we did some street casting for 1 year, and finally we met her by accident in the street. And we were so much impressed by the talent that she brought. And so we rehearsed with her for a couple of months, and then she showed us her incredible talent, and we just couldn't make any other choice than take her for the role, because she deserved it. Yeah, she's unbelievable, so powerful girl. Also ich habe nur gefragt, wie es dazu kam, also dass Miriam diese tolle Rolle spielt, und zwar wirklich mit einer ganz großen Kraft, ganz großer Ausdrucksstärke, und er sagt, das war so Streetcasting, also sie haben wirklich lange gesucht, sie kommt eben auch aus dieser Gegend, aus diesem Dorf, sie ist also aus Kalabrien, und sie haben sie gefunden und getestet, und es war völlig klar, das muss sie sein, es kann gar kein anderer sein, einfach sie ist perfekt für diese Rolle, und das ist sie auch wirklich. Und wenn wir gesprochen haben über it's a coming-of-age story, of course, it's a story about what you said about the political situation, even in a very personal perspective. But on the other hand, for me, it's also a movie about what family really is, because there's everywhere, in every family, you have a secret. And this is part of this story, and I think of every family story in a way. I think the film is about finding the truth, the lies behind things. And it can lies behind the mafia issues, the mafia background, or also in your private family, everyday life. And I think this is what helped the film to be universal, to travel across the borders. So, and to make a very local story as much as possible universal, because as you said, that kind of secret that lies in families lies in every family across the globe. And it's also about that kind of society, this kind of when he said South, it refers not just to South geographically in the south of Italy, but South like the kind of that society has been left aside by the mainstream. Mm-hmm. And I think that can apply to every country. There's always part of society that's been left aside, been made feel inferior to some other part of society. Also er hat nochmal genau beschrieben, warum in dieser Art von Erzählung, warum in diese Geschichte ihm so wichtig war, weil in der Tat, also es gibt natürlich immer ein Geheimnis, und das ist ihm hier sozusagen doppelt. Auf der einen Seite ist es eben das Geheimnis, das die Mafia um sich macht, nicht alles so geheim halten, aber eben auch das, was in der Familie passiert, genau das, was ihm nicht ausgesprochen wird. Und der Vater spricht übrigens nie darüber, dass es diesen Buddha gab, nicht? Sie findet das alles selber heraus. Und diese beiden Dinge waren ihm so extrem wichtig, das zusammenzuführen, und das gibt der ganzen Geschichte eben auch was Universelles, was hinausgeht über das ganz Konkrete. Es ist lokal verankert,
verankert, diese Geschichte, aber eben dieser Umgang mit Geheimnis, diese Suche nach Wahrheit, die ist natürlich überall zu verstehen, die kann man überall nachvollziehen und das kann man in diesem Film sehen, der eben diesen schönen Titel hat, South is Nothing, und das ist auch wieder etwas, was zum einen eine lokale Bedeutung hat, nämlich, dass man sagt, okay, es liegt ja im Süden von Italien, aber es ist für ihn auch der Bereich der Gesellschaft, und Italien nur ganz besonders, der beiseite gelassen wird, über den niemand nachdenkt, um den man sich nicht kümmert, und er sagt, das gibt es in jeder Gesellschaft, also den South gibt es überall, wo sich keiner darum kümmert, Leute, die man ausgrenzt, die man nicht wahrnimmt, und deshalb eben auch dieser Titel. Dieser Film ist noch mehrfach zu sehen, und zwar morgen um 11 Uhr im Hau, also Hebbel am Ufer, Hau 1, danach gibt es auch eine Diskussion, da wird also der Regisseur dabei sein und wird Rede und Antwort stehen und sicherlich noch viel erzählen über die Dreharbeiten, um 14 Uhr am Cinemax 3, und dann läuft er nochmal am Freitag um 13 Uhr im Haus der Kulturen der Welt, ein sowohl sehr poetischer als auch realistischer Film mit einer hinreißenden Hauptdarstellerin, mit der ganzen Schönheit Kalabriens, aber natürlich auch mit der Härte des ganz normalen Lebens. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Schöpfer von South is Nothing, Fabio Mollo. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thanks.